Also gut, weitere Fragen? Ich schau mal meine Brüder an, ich nicht. Sehr gut. Aktuell definitiv nicht. Ich denke, die letzten Fragen, die vielleicht noch kommen werden, werden wir dann klären, wenn sie auftreten. Ah, da kommt bereits der Apothecary. Oder Gabriel. Gut, Brüder, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst, aber ihr seid informiert. Sehr dürftig informiert. Die Warp-Reise von hier aus nach Relas wird nur einen einzigen Tag dauern. Die Warp-Routen sind stabil und die Ziele dementsprechend nah beieinander. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann gebt Gabriel eure Informationen und bereitet euch auf den Kontakt mit euren Brüdern vor. Der Watch Captain Brand legt die größte Hoffnung in euch. Der Watch Captain ist auch vor Ort. Watch Captain Brand befindet sich im System. Er beobachtet dies mit Sorge. Allerdings ist er selbst Salamander, deswegen wird er sich heraushalten. Er ist nicht objektiv, so wie ihr, Brüder. Ich verstehe. Ihr werdet ihn doch treffen. Ist er in unsere Befehlskette eingegliedert oder nicht? Der Watch Captain wird im Orbit bleiben. Er ist ein Captain der Deathwatch, dementsprechend euch vorausgesetzt. Allerdings wird er euch selbst machen lassen. Ihr seid also selbst darauf aus, einen eigenen Anführer für diese Mission zu bestimmen. Zieht euch zurück, munitioniert auf, beschließt, was ihr mitnehmen mögt, und wir sind in einem Tag in Relas. Ja, dann hab Dank. Wenn keine Fragen mehr sind, dann ziehen wir uns zurück, ne? Definitiv. Möge der Gott Imperator mit euch sein. Der Imperator beschützt. Und wir wachen über sein Reich. Ja, so könnt ihr euch zurückziehen. Noch einen letzten Blick auf die merkwürdige Gesandtschaft von dem Lord Inquisitor werfen. Und dann in euren eigenen kargen Watch-Raum gehen, von dem die zahlreichen Wandteppiche herunterhängen, irgendwelche heraldischen Symbole, große Statuen von euren Vorgängern. Und ja, nachdem ihr dann durch die dunklen Gänge gegangen seid, wird höchstwahrscheinlich Tordal auch zu seinem großen Miat greifen, das da immer noch auf dem Tisch steht. Der Schaum ist natürlich schon ein bisschen weg. Aber ja, so seid ihr wieder unter euch. Könnt noch einmal durchgehen, habt ein neues Kommuniqué, wie gesagt, auf eurem eigenen Servo-Helm, was euch dann hochgeladen worden ist, und zwar die Bergbaumaschinen von Relas. Soll ich einfach mal mit dem ersten Abschnitt anfangen? Ja, super. Die Bergbaumaschinen von Relas. Um den Mineralienreichtum von Relas zu extrahieren, setzen die Makropolen-Hauptleute uralte, mit zahlreichen Bohrköpfen versehene Bergbaumaschinen, die sogenannten Tiamats, ein. Die Tiamats wurden vor langer Zeit vom Adeptus Mechanicus gebaut und sind riesige, schlangenartige Grabungsfabriken. Jeder einzelne von ihnen ist über einen Kilometer lang und hat einen Durchmesser von mehreren hundert Metern. Die Tiamats brechen von den Höhlen unter den Makropolen aus auf und winden sich durch die sich verwandelnden Ozeane auf dem Meeresgrund hinab, wo sie sich in den Fels fressen. Angesichts der seismischen Aktivitäten auf Relas bleibt kein Tunnel wirklich lange bestehen. Aus diesem Grund sind die Tiamat doch ständig in Bewegung und folgen den Erzadern, die sich gemäß den Bewegungen des Erdreichs hinauf und wieder hinabwinden. Im Inneren eines jeden Tiamats ist eine Mannschaft bestehend aus mehreren hundert Mann dafür verantwortlich, das gewaltige Ungetüm durch den Fels zu lenken und seine flackernde Plasmakerne am Leben zu erhalten. Es handelt sich um gefährliche Arbeit, denn es kommt immer wieder zu Hüllenbrüchen. Deswegen ist jeder Tiamat so gebaut, dass er innerhalb eines Augenblicks in Dutzende einzelne abgeschottete Abteile aufgeteilt werden kann, sodass nur ein Teil der Männer ertrinkt, während die anderen ihre Arbeit vollenden und mit einer Ladung Erz zur Makropole zurückkehren können. Die Tiamats sind unersetzlich und im Laufe der Jahrhunderte nahmen ihre Zahl beständig ab, da manche von ihnen verloren gingen oder die Maschinen versagten, während die übrigen mit einer Mischung aus wiederverwertbaren Teilen und notdürftigen reparierten Systemen in Schuss gehalten werden.
Seit dem Erstarken der von den Xenos inspirierten Rebellion wurden der Tiamats für einen neuen finsteren Zweck eingesetzt. Als Kriegswaffen. Jede Makropole, die der Rebellion gebührend loyal ist, setzt ihre Tiamats gegen die feindlichen Makropolen ein, wo sie sich in deren Rümpfe bohren und sie von innen auseinanderreißen. Gegen einen derartigen Angriff haben die Makromol-Hauptleute kaum eine Verteidigungsmöglichkeit und so bleibt ihnen nur, ihre eigenen Tiamats auszusenden und zu hoffen, dass es ihnen gelingt, ihren Angreifern zuvorzukommen. Unschön. Übel. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Wichtigsten an. Bruder Gabriel, wir haben einen neuen Ordensbruder, Bruder Krei von den Raven Guard. Willkommen, Bruder Krei. Ja, ein wohlwollendes, kurzes Nicken. Ich wusste doch, dass einer mit der Helme nicht in meinem System eingespeichert ist. Wir sollten die Verbindung schnellstmöglich aufbauen. Mein Diagnosehelm sollte die Daten deiner Servorüstung jederzeit sichtbar machen können. Ja, bestätigend würde er den Helm abnehmen und dir reichen. Fettige, schillernd schwarze Haare rahmen ein schlankes Gesicht ein, in dem tief sitzende kleine schwarzen Augen aus einem bleichen Gesicht zu dir rübergucken. Ohne selbst seinen Helm abzunehmen, nickt er dir einmal nimmt den Helm entgegen, drückt da auf verschiedene Knöpfe drauf herum. Du vielleicht selbst nicht mal wusstest, dass sie existieren und drückt sie dir wieder in die Hand. Mit einem kleinen Zischen wird der Helm wieder umweltversiegelt. So, hallo meine Lords. Worgen, du hattest mir gar nicht gesagt, ich habe jetzt dein Gewehr gereinigt. Soll ich dir das jetzt geben? Ich habe jetzt gehört, ihr habt wieder einen neuen Auftrag. Seid ihr dabei? Also, du auch? Ja. fühlst du dich bereit, uns anzuschließen, Elizabeth? Ja, natürlich. Also ich habe mein neues Bein bekommen, es funktioniert und ich fühle mich gut. Sie schaut dabei so ein bisschen schüchtern zu Bruder Gabriel, schüttelt dann aber so wieder ein bisschen den Kopf und ja, also Kalia steht, immer. Wunderbar. Wir werden uns den Engeln des Imperators anschließen und einen hochbrisanten Auftrag erfüllen. Erfolgreich, selbstverständlich. Ja, okay, dann ich trage erstmal nur die Waffen und halt die Schnauze und wenn ich irgendwas sagen soll, dann sag Bescheid, okay? Ja. Ja, Bruder Gabriel, du hast ja die Einführung so ein bisschen verpasst. Ich fasse nochmal so kurz zusammen. Wir sollen nach Relas, das ist eine Wasserwelt, die in dem Quarantänebereich des Karniskeils liegt. Da ist eine Rebellion am Gange, höchstwahrscheinlich durch die Tau ausgelöst. Und der menschliche Befehlshaber hat um Unterstützung durch die Space Marines gebeten. Und drei unserer Brüderorden haben geantwortet. Und wir sollen jetzt dorthin gehen, weil es irgendwelche mysteriösen Spannungen zwischen diesen Orden gibt, was ich mir überhaupt nicht verstehen kann, wie sowas kommen kann, aber naja. Jedenfalls sollen wir da hingehen und da irgendwie vermitteln. Und wir wurden ausgewählt, weil wir ja schon ein wenig geübt da drin sind, verschiedene Ordensstrategien unter einen Hut zu stecken, sage ich jetzt mal. So salopp. Genau, White Scar sind anwesend, Salamanders und die Iron Hands. Und dementsprechend seid ihr perfekt, weil ihr keinen in eurem Exterminator-Team habt. Orden ist Teil dieser drei Orden, die sich dort nicht einigen können. Darum werden wir geschickt, anscheinend. Genau. Ihr dürft gerne mal, wenn ihr mögt, alle auf Allgemeinwissen Adeptus Astartes würfeln. Das ist ein Intelligenzwurf und ihr solltet den alle auf erlernt haben. Wenn ich auf plus 10 oder plus 20. Ich setze den Wurf aus, oder? Musst du nicht, wenn du das Allgemeinwissen hast. Ansonsten müsstest du auf deine Grundfertigkeit würfeln. Dann würfel ich mal auf die Grundfertigkeit. 7 Erfolge. Total, ja.
Also, es geht ja auch angesprochen vom Ultramarine darum, inwiefern sich die Orden unterscheiden. Das sind jetzt natürlich alles loyale Orden, sollte man zumindest meinen. Und ein Kampf unter ihnen wäre sollte man niemals annehmen. Das ist das letzte Mal in der Horus-Heresie vor 10.000 Jahren passiert. Und trotz dessen unterscheiden sie sich, und zwar in ihrer Art und Weise der Kriegsführung. Die Iron Hands sind normalerweise, ja, wie möchte man sie beschreiben, mit aller Gewalt auf ihre Ziele. Nachgeben ist nicht. Die sind normalerweise sehr geplant, sehr rational, aber so etwas wie eine Aufgabe oder ein Nachgeben gibt es nicht. Punkt. Wenn die einmal etwas angefangen haben, dann bringen die das zu Ende. Koste es, was es wolle. Und wenn dabei der Primarch stirbt. Die White Stars. Hauptsache Gewalt, ähnlich wie bei den Iron Hands, aber nicht so sehr überlegt, sondern vielmehr schneller. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein gegenüber den White Stars, aber denen geht Schnelligkeit und Effizienz über alles. Also die planen nicht, also doch schon, klar, die planen auch. Die sind gnadenlos und sind eben so effizient wie möglich. Und die Salamanders sind eben so ein bisschen das Gegenteil. Die sind vor allem darauf bedacht, dass da keine Unschuldigen zu leiden haben. Die kümmern sich sehr vor allem um Mitmenschen, ähnlich wie Worgen. Worgen würde sehr den Kontakt mit einem Salamander sich erfreuen. Die sind sehr umsichtig. Und das, was die anderen beiden mit Gewalt lösen, machen die dann eben sehr diplomatisch, ähnlich wie ihr es jetzt machen solltet. Und dass jetzt die Salamanders selber in so einen Konflikt reingezogen sind, ist ja klar, sie sind auch stolz und sie lassen sich ungern abspeisen. Aber sie sind vor allem darauf bedacht, die Bevölkerung zu schützen und stehen dementsprechend im Widerspruch zu den Iron Hands und zu den White Scars. Eine sehr nette Mischung. Dann sollten wir uns dran setzen, einen Leader für unseren Skill Squad für diese Mission zu bestimmen. Ich nominiere unseren Bruder Octavius. Wie ich bereits schon sagte, für Diplomatie bin ich nicht so wirklich geeignet. Daher stimme ich Octavia dir tatsächlich dazu, dass Octavius wahrscheinlich hier. Hey, da kann ich ja meinen kürzlich gesteigerten Charme endlich mal einsetzen. Er hat es zumindest mitbekommen, dass wir uns beide in diesem bisher vertragen haben. Das ist sicherlich meiner Vorkommenheit und Octavius diplomatischem Geschick zu kommen. Nun, ich fühle mich geehrt, von euch vorgeschlagen zu sein und würde die Aufgabe gerne übernehmen. Allerdings brauche ich natürlich, wie immer, eure Unterstützung und wir machen das als Team. So sei es. Schlägt sich dabei auf die Brust. Hat einer von euch Brüder einen Vorschlag auf den Eid, den wir vor dieser Mission hören wollen? Oh, das ist eine gute Frage. Denkt daran, dass ich taktischer Marine bin, ne? Also alte Waffen oder Wissen geht nicht. Ja, ich glaube, sowas wie alte Loyalität würde tatsächlich auch ganz gut passen. Ja, ich denke, das passt für diesen Auftrag sogar sehr gut. Loyalität? Ja. Alter, 250. Gegen Zusammenhalten Schaden plus ein Zusammenhalten Herausforderung. Ah, das könnte man ja dann vielleicht auch irgendwie in die Diplomatie mit einbringen, weil mit diesem Zusammenhalt Schaden, das haben wir ja noch nie ausgespielt. Ja, würde ich aber zulassen. Also wenn ihr freundlich mit anderen Leuten umgehen mögt, also nicht nur unter euch selbst, sondern auch mit anderen, dann würde ich euch da einen Bonus auch von plus 10 geben. Dann ist es entschieden. Der Eid der Loyalität, Brüder, schwört mit mir auf den Imperator und dass wir Ordensbrüder uns immer daran erinnern, dass wir alle Astartes sind und einem gemeinsamen Ziel dienen. Auf den Imperator, auf die Kinder des Imperators und auf uns Ordensbrüder. Ja, der Raven Guard macht das Zeichen, Herr Quila. Tordal schlägt sich entschlossen auf die Brust, schwört ebenfalls den Eid der Loyalität auf den Imperator, auf die Kinder des Imperators, auf das der Zusammenhalt stets vorne steht.
Ja, Worgen derweil guckt so ein bisschen dabei zu, wie die Ordensbrüder ihre heiligen Reliquien einstreichen. Könnt dann auch noch Kerzen anzünden oder irgendwelche Räucherstäbchen. Und wenn ihr dann irgendwann nach sicherlich einer halben Stunde soweit seid, werden dann auch die kleinen Cherubim-Engel durch die Tür fliegen und mit großen Pergamenten die Worte niederschreiben, die ihr geschworen habt. Wachssigillen, die dann in eure Rüstung aufgetragen werden, die Zettel daran geklebt werden, damit ihr dann die Schwüre immer in eurer Rüstung habt, damit sie bestimmt nicht auf eurer Mission beschädigt werden. Dafür seid ihr zuständig, die Reinheitssiegel zu bewahren. Ja, nach einiger Zeit könnt ihr dann auch spüren, wie wieder dieses Brummen durch das gesamte Schiff geht, ein Ziehen, was euch wieder erfasst und die Kopfschmerzen, die wieder kommen, bis ihr dann spürt, dass ihr in den Warp eingetreten seid und nun sicherlich einen ganzen Tag lang die restlichen Dinge besprechen oder aber vorbereiten könntet, die ihr noch braucht. Einen Tag, bis ihr in Relas seid. Trainieren, beten, Mörd trinken oder wie hättet ihr es gerne? Nun, ich denke, wir müssen erstmal zusammen trainieren, weil wir wissen ja auch noch nicht genau, wie Kreis Kampftaktiken aussehen, weil wir noch nicht mit einem Raven Guard zusammengearbeitet haben. Ja, also ihr habt natürlich, in der Kelebos-Kriegszone habt ihr natürlich schon von seinen Schüssen gehört. Also er war anwesend, auch auf dem Schiff, dadurch ist er ja auch dann zu euch gekommen. Aber was ihr von Krei gesehen hattet, war immer nur dieser Kopfschuss. Entweder bei Chaos Space Marines oder aber bei irgendwelchen hochrangigen Agenten. Vielleicht auch irgendwelche Stolperträte, die Krei gelegt hat, aber er war halt immer außerhalb. Ihr habt nie wirklich Kontakt mit ihm gehabt. Und erst dann, als ihr wieder zurück auf dem Schiff der Hammer von Scintilla wart, hattet ihn dann das erste richtige Mal eigentlich gesehen, wobei das jetzt auch nicht wirklich ausführlich war. Aber tatsächlich ist es jetzt wohl auch wichtig, den Zusammenhalt zu wahren und Krei dann eben nicht als Scharfschützen vorne in 20 Meilen vor der Frontlinie zu lassen, sondern eben gemeinsam mit ihm zu marschieren. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns noch mal kurz so ein bisschen vor. Also Octavius, mein Ultramarine, ist ein Taktiker, ziemlich gut mit dem Bolter, diplomatisch, umgänglich, aber auch sehr dem Kodex versessen, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Abweichungen vom Kodex und der ist am Austicken. Okay, ich mache einfach mal weiter. Krei ist ein Sturmmarine, der Raven Guard, aber als solcher in Infiltrations- oder Extraktionsaufgaben betraut. Er deswegen neben seinem typischen, eher verschwiegenen, was man seinem Orden nachsagt, ein sehr stolzer Typ, der wenig durchgehen lässt. Er besteht nicht so auf Respektbekundungen, jetzt gerade von so unwichtigen Dingen wie Menschen, sondern ihm ist exaktes Vorgehen und Protokoll in Interaktionen extrem wichtig und auf die besteht er auch. Gabriel, dann ist es, Gabriel in der Dark Angel Apothekarius dieses Death Squads. Gabriel setzt natürlich das Leben seiner Death Squad Mitglieder über sein eigenes. Und auch sollte dies bereits in den Warp oder zu dem Pirat gekehrt sein, so könnt ihr doch sicher sein, dass Gabriel seinen letzten Atem dafür geben wird, dass eurer Gensaat zurück zu eurem Orden gelangt. Ja, Tordal, ein Space Wolf, wie er im Buch steht. Steht meistens in vorderster Front, bevor die anderen überhaupt ankommen. Und, mit seiner pluren Gewalt treibt er den Feind in den Tod oder vor sich weg. Und trinkt gerne, feiert gerne, auch vor dem Kampf. Er hat schon so einiges mal von dem Ultramarine gefragt, weil ich da vor dem Kampf mal nichts trinken möchte. Aber wie es halt so ist, die gelobten Riten des Space Wolf und des Allvaters werden halt regelrecht gefeiert. Und er hat auch schon das ein oder andere Mal sich mit dem Dark Angel der Runde angelegt.
Aber seit dem letzten Kampf haben sie sich ein wenig dort, was das betrifft, etwas eingerenkt. Aber wie gesagt, sobald der Feind da ist, ist er nur den Feind. Er würde bis zum Tode versuchen, den Feind in irgendeiner Form aufzuhalten oder am besten zu vernichten. Und redegewandt ist er auch nicht so ganz. Das haben wir auch schon festgestellt. Und Worgen, der Kalianer. Genau. Worgen ist ein junger Mann, typisch menschliche Größe, typisch menschlicher Schwächling aus der Sicht von den Engeln des Imperators. Bewaffnet wird er sein, wenn ihr ihn dann seht, mit einer Hotshot Lasgun und einer Carapace Armor, die ihn dann vor hoffentlich den einprasselnden Projektilen schützen soll. Hier auf dem Schiff trägt er die Rüstung selbstverständlich nicht, sondern eine Felduniform mit einer Feldmütze und das alles ein bisschen weniger belastend. Ansonsten wirkt er halt von seiner ganzen, von seinem ganzen Auftreten her etwas, ja, auf jeden Fall respektvoll zu den Engeln des Imperators. Wenn, wie man es auch gemerkt hat, er gelegentlich vielleicht den Mund ein bisschen zu voll nimmt, er meint es auf jeden Fall niemals respektlos und ist auch bereit, die entsprechenden Konsequenzen für sein Handeln zu tragen, wenn denn die Engel des Imperators das für eine gerechtfertigte Aktion halten. Okay, dann 24 Stunden Zeit. Worgen, was hast du denn gerne vor? Ja, Worgen würde sich auf jeden Fall bewusst mal von den Engeln des Imperators zurückziehen in vielleicht einen unbeobachteten Raum und dort heimlich mal einen Lowstick verglühen lassen. Ja, du weißt natürlich, du weißt natürlich, dass Tordal das riecht, aber zumindest kannst du es genießen, der schlägt ja danach den Schädel. Ja. Ja, irgendwie muss man ja den Nachteil ausspielen, nicht? Ja. Gut. So, ansonsten mit Elizabeth ein bisschen die Waffen durchgehen, gucken, ob die auch ordnungsgemäß gesäubert sind und ja, sonst mehr ins Gebet vertieft sein, um... Ich meine, man wird jetzt auf sehr viele Engels Imperators treffen, die vielleicht nicht alle so gutmütig sind wie hier. Ja. weswegen er eine extra Portion gottimperatorischen Beistand wohl gut gebrauchen könnte. Ja, Elizabeth wird ja da auch mit helfen zu beten. Was dir wohl auffällt, ist, wenn du durch die dunklen Gänge schleichst, ist es sowieso immer sehr dunkel. Also du hast schon viele andere Schiffe gesehen, aber auch der Hammer von Scintilla ist eigentlich immer abgedunkelt. Das ist euch beim ersten Mal schon aufgefallen. Nur dann, wenn du dann durchgehst, werden wohl die Lichter, die Lumen schwach glühen. Und du siehst wohl, dass sich wohl in den Wänden Schutzzeichen gegen die Verderbnis befinden. Also auf jedem Millimeter befinden sich wohl Rillen oder Risse, die da wohl eingetrieben worden sind. Und wenn du so ein bisschen den Gang entlang streichst, fällt dir das auf. Du könntest jetzt sicherlich noch diesen Gang einen Kilometer weitergehen. Du bist der Meinung, dass auf jedem Kilometer oder auf jedem Millimeter dieses Kilometers wird sich eine Schutzglyphe befinden, die dann ganz leicht eingehaucht ist in dieses Schiff, diesen Schlachtkreuzer.